In dem Unterrichtsgespräch haben wir geklärt, was ist Cybermobbing, wo kann das Problem liegen, welche Problembereiche treten auf, und haben jetzt versucht, in einem Rollenspiel Lösungen zu erarbeiten, in kurzen Sketches, 1 bis 2 Minuten. Mir sind die Gefahren sehr bewusst natürlich, und ich schaue, dass mein Kind möglichst wenig von diesen Sachen mitkriegt, oder bis da nichts ist. Safer Internet bedeutet für mich nachhaltige Verhaltensveränderung, Interesse für das Thema erwecken und vor allem kompetenter Umgang, also Internet Literacy. Ja, heute ist Safer Internet Day und wir haben ein besonderes Projekt der Peers der 7. Klassen, die den 3. und 4. und 2. Klassen mit psychologischen Zusammenhängen auf kindgerechte Weise einige Tipps und Tricks geben, wie man sich im Internet sicher bewegt. Also wir haben hier 3 Bilder und einfach zum Anregen für euch. Und sagt mal, was ihr davon haltet. Wer sind Täter? Warum sind sie Täter? Ja, und in welchen Formen man das Mobbing ausführen kann. Der Verlauf des Tages war für mich sehr zufriedenstellend, da wir eine enorme Zahl an Eltern in unserem Haus heute begrüßen haben können, die sehr aktiv und sehr engagiert und sehr interessiert im Geschehen gefolgt sind. Das war die eine Erfolgsquote, die andere betrifft die Aktivität der Schüler. Beim Durchgehen, beim Anschauen der einzelnen Stationen habe ich festgestellt, dass den Kindern es großen Spaß macht, mit dem ganzen Thema konfrontiert zu werden. Und ich habe auch erlebt, dass es möglich war, wirklich eine Masse an Schülern, nämlich die Hälfte unserer Schüler der Schule, aktiv in das Ganze einzubinden. Oh, 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 oh